Alter Schwede. Ohne Witz jetzt. Wie geil ist das denn bitte? Nein, nein, nein! Oh Gott. Ich bin tot, ne? Oh nein. Oh. Okay, nächste Challenge. Das Zeug da unten rausholen. Und wie finde ich das noch wieder? Du Scheiße, ey. Ich bin hier in die Richtung gegangen, ne? Oh, da falle ich da erstmal 2 Kilometer nach unten. Aber wie geil ist das bitte, dass es hier Höhlen gibt? Ach du Scheiße. Das heißt, wenn man sich hier auch einfach nur nach unten buddelt, kann das auch mal schnell gefährlich werden. Scheiße, wir haben ja jetzt auch keine Leitungen, ne? Ah, Mist, Kack. Ah, das ist jetzt... Alter, was ist das denn? Was ist denn das hier alles? Nee. Ist das... Huch. Das ist abgeploppt. Das ist Aluminium. Das ist irgendwie so ein Safe oder so. Kann ich das Ding mitnehmen? Nee, ich möchte gerne das hier mitnehmen. Gemisch. Ah, wo war denn die Höhle? Ich muss aufpassen. Ich habe ja nicht so viel Sauerstoff jetzt, ne? Wo ist meine Leitung? Da. Da ist die Höhle, links, glaube ich. Ich glaube, da sollte ich... Oh Gott, wie schnell ist die denn alle, ey? Ich brauche unbedingt meinen Tank wieder. Aber wie komme ich da runter, ohne zu sterben, ist die Frage. Muss ich mich irgendwie hinbauen, ne? Hä, hier war doch eben noch die Höhle, oder nicht? Ah, da. Vielleicht sollte ich auch den Sauerstoff hier noch mitnehmen. Aua. Man muss dann also echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwie einfach stirbt. Aber den Sauerstoff sollte ich hier auf jeden Fall noch vorher mitnehmen. Dass ich was für unterwegs habe. So, jetzt aber vorsichtig. Nicht einfach hier Kamikaze runter. Es war aber so dunkel auf einmal hier. Guck mal, hier ist auch noch Sauerstoff. Sollten wir auch mitnehmen. Alter, wie geil das ist. Aber wie komme ich da runter, ohne zu sterben, Leute? Alter, und was ist das denn da? Laterit. Große Güte, ey. Was gibt es hier alles noch? Ich habe gedacht, wir haben schon fast alles gesehen. Und was ist das Ding hier? Abbauen. Alter, ich dachte gerade, das... Alter. Ich muss hier mal kurz so ein Leuchtesymbol machen, damit ich hier den Eingang wieder finde. Leuchtfeuer. Da. Den machen wir mal ganz kurz. Sehr, sehr geil. Also das, muss ich ja jetzt ganz ehrlich mal sagen, gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Ne, den wollte ich nicht hier, den wollte ich draußen platzieren. Wo ist jetzt mein... Da. Mein, Freund. Ich muss ihm noch einen Namen geben. Das ist... Schwibbelschwabbel. Es wird mein kleiner Schwibbelschwabbel sein. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich bin hier runtergesprungen irgendwo, ne? Ach du Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus? Nein. Ich werde hier drin sterben. Und zwar ein zweites Mal. Ich bin doch hier irgendwo hergekommen, oder nicht? Oder bin ich von da gekommen? Oh no. Hier geht's nur tiefer. Verdammt, wo bin ich denn hergekommen? Das kann nicht sein, hier war ich noch nicht. Ich habe hier diese Rhyolithe gefunden. Dann bin ich von da gekommen, oder? Ich bin hier, von hier bin ich hergekommen. Das kann nur so sein. Ja, hier bin ich irgendwie runtergesprungen. Aber ich komme hier jetzt auch so gar nicht hoch. Na, warte mal, du musst hier mal... Schwibbelschwabbel, du musst hier mal kurz warten. Ich muss hier mal mir so einen Weg machen. So, ich glaube, das sollte reichen. Habe ich noch genug Sauerstoff? Ja. So, Schwibbelschwabbel, weiter geht's. Ich kann nämlich mit dir nicht springen, von daher... Oh, ich muss vorsichtig sein, dass ich das gleich wieder abstürze. Wir müssen auf jeden Fall noch da unten unsere Leiche irgendwie holen. Ich hoffe, die despawnt nicht. Oh, ich sehe auch gerade, mein Sauerstoff geht alle, glaube ich. Ich habe nur noch halben Sauerstoff, ja. Oh, shit, jetzt wird's knapp, Leute.
will noch nach Hause vorher. So, ich muss hier unbedingt noch schnell das Dingens aufstellen. Stelle ich mal hier schnell auf. Leuchtfeuer, da. Patsch. Nein. So. Schwibbelschwabbel. Hier, Sauerstoff, da, Sauerstoff. Er ist hier nicht drin? Scheiße, ich werde sterben, ne? Ich werde sowas von sterben. Am Ersticken. Och nö. Hoffentlich verschwindet mein Schwibbelschwabbel nicht. Ich sehe die Leitung schon. Komm schon, komm schon. Du wirst leben, mein Freund. Oh no. Oh, ich bin hier nur am Sterben. Was ist mit mir los? Ich muss vorsichtiger spielen, glaube ich. Das ist echt nicht so gut. Ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie was... Hä, was ist denn da an der Seite noch? Warum habe ich denn da noch so ein extra Ding? Hatte ich das vorher auch? Ich weiß das gar nicht. Zum Glück verliere ich wenigstens meine Teile hier im Rücken nicht. Aber das bringt mir halt nicht so viel. Aber ich muss irgendwie vorsichtiger sein, was Sauerstoff angeht. Auf jeden Fall. Also wir haben ja da hinten auf jeden Fall markiert. Ist das die Markierung überhaupt? Nee, Quatsch. Da haben wir markiert. Okay. Ist natürlich verwirrend jetzt, ne? Vielleicht sollte ich da hinten das Ding nochmal wieder... Obwohl, wir lassen das mal. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen in die Erde buddeln. Aber das war ja schon mal geil. Hä, aber wieso geht das denn in die Richtung? Wir sind doch da runtergegangen. Oder waren wir hier auf dem Rückweg? Waren wir... Hä? Ja, ich muss jetzt mal Schwibbelschwabbel holen. Ich will wissen, was mit Schwibbelschwabbel ist. Schwibbelschwabbel ist nämlich auch unbekannt. Aber erstmal gehen wir hier rein. Wenn wir hier jetzt auch Sachen haben, ne? Ah, oh, warte, ich muss das mal drehen. Laterit zum Beispiel. Keine Ahnung, was ist ein Aluminiumerz? Vielleicht kann man auch nur Aluminiumerz untereinander. Aluminium, Aluminiumerz. Da ist auch so ein... Vielleicht kann man die auch nur untereinander tatsächlich machen, so. Wo ist jetzt mein Körper? Ja, der lag doch hier gerade. Oder? Ist der schon despawned jetzt? Oh nein, ich ersticke schon wieder. Ich sollte nicht so lange hier quasseln. So. Ich habe ja auch so viel Materialien zu Hause. Vielleicht sollte ich mir einfach nochmal wieder so einen Container basteln, oder? So ein Sauerstoffcontainer, weil der hat ja scheinbar schon echt was ausgehalten. Obwohl ich, glaube ich, auch immer nur an den Leitungen... Vielleicht sollte ich mir auch einfach eine Leitung da reinlegen. Macht Sinn, oder? Aber erstmal gucken wir, was Schwibbelschwabbel macht. Das ist ja ein Forschungsobjekt. So. Schwibbelschwabbel. Wir sehen uns in einem nächsten Leben wieder. Ach, geil. Da ist eine Perle drin. Oh, ist das ein Auge? Handelsplattform? Ne. Ne. Es gibt hier noch mehr Plattformen. Die muss man also auch erst finden. Alter, das Spiel wird ja immer besser. Was brauchte man nochmal? Ich muss hier mehr Plattformen, glaube ich, machen, ne? Hier will ich... Ich muss zusehen, dass ich Kupfer bekomme. Ich will so ein Auto haben irgendwie. Schmelzer. Ich probiere das nochmal hier mit diesem, warte mal, Laterit war das, ne? So. Und jetzt? Passiert hier schon was? Ach, guck mal. Ja, nice. Okay, jetzt verstehe ich auch, wozu die Schmelzer sind. Das heißt, man muss die Dinger abbauen. Ich weiß halt nur nicht... Ob man jetzt... Warte mal, jetzt habe ich doch zweimal Aluminium, ne? Brauchte man hier nicht irgendwo Aluminium? Dafür brauchte man Kupfer. Das ist Forschung. Das wollen wir nicht. Aluminium, Fahrzeugbucht. Guck mal. Die Frage ist, wo bauen wir die hin? Eigentlich möchte ich die wahrscheinlich auf dieser Seite hier bauen, ne? Hm. Ich lasse mir den nochmal offen, weil ich noch nach da weiter möchte. Und mach den jetzt mal hier ran. Einmal Harz, bitte. Harz, Harz, Gemisch, Gemisch. Haben wir noch Harz? Da ist noch Harz. So. Machen wir hier nochmal so ein Ding hin.
Und dann machen wir hier. Machen wir auch nochmal zweimal. Bloß wir haben keine Harz mehr jetzt. Da ist nochmal Harz. Wo braucht man denn das organisch? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kann ich damit irgendwas anfangen? Modul Gemisch, Lithium Gemisch, Titan Gemisch, Kupfer Gemisch. Okay, also bis jetzt kann ich mit dem organisch. Oder braucht man das vielleicht, um da Sprit draus zu machen? Das kann sein, ne? Gemisch, Gemisch, Gemisch. Wir brauchen noch Aluminium. Ich packe erstmal das hier wieder weg. So. So. Und hier haben wir noch einmal Aluminium. Das packen wir hier erstmal wieder rauf. Sehr gut. Das heißt, wir haben zweimal Aluminium. Mit diesem Aluminium können wir dann die Fahrzeugbucht basteln. Aber erstmal gehen wir wieder hier hoch. Da war die Höhle. Die Frage ist, gehen wir jetzt in die Höhle? Fällt gerade auf. Wir hatten doch vorhin uns extra hier diese Träger hier gemacht, ne? Aber mein Körper ist verschwunden. Oder sind die Träger auch verschwunden? Oder haben wir die schon verbraucht? Nee. Hä? Die sind einfach verschwunden. Wir haben doch zweimal Träger gemacht. Die waren doch dann... Oder... Nee, kann das sein, dass die mit nach unten gefallen sind? Das kann sein, ne? Okay, das heißt, wir müssen auch die andere Leiche da unten noch wiederfinden. Ich weiß nicht, warum ich hier immer so gezwungenermaßen an diesem Ding jetzt hier langlaufe. Ich könnte auch einfach so rumlaufen. Und da ist der Eingang. Aber die... Ja, wir werden da nicht hinkommen, ne? Wir haben ja nichts. Wir werden ja nichts. Wir sollten uns tatsächlich jetzt Gemisch holen. Da ist Gemisch gewesen, genau. Da hinten ist ja auch noch... Ah ne, das ist die Bubble, die wir schon aufgemacht haben, ne? Guck mal, hier ist noch Gemisch. Das sollten wir uns erstmal holen. Und vielleicht sollten wir uns tatsächlich nochmal so eine Tanks erstmal fertig machen. Weil sonst brauchen wir da gar nicht rein. Hier ist ja ganz schön viel, ey. Eieiei. Wie tief kann ich denn hier buddeln? Alter Schwede, ey. Das war es aber, glaube ich, ne? Eieiei, was ist denn hier los, ey? Jetzt machen wir hier mal wieder voll. Nehmen wir auch noch mit da hinten, so. Na gut, dass man relativ weit auch buddeln und also deformieren kann. Braucht man da nicht reinspringen. So, haben wir das ja auch gleich wieder. Sieht so aus, als wenn hier gar nichts gewesen ist. Sehr gut. Haben wir wieder zugemacht. Muss hier nochmal wieder ein bisschen abflachen. Und dann hier mal ein bisschen glätten. So. Ich mag dieses Rumbasteln auf dieser Erde. Mag ich alleine schon. Wenn man da vielleicht nachher später sogar noch sich vielleicht so Höhlen selber baut und so. Falsch rum. Additieren. Um vielleicht hier vor Sturm und sowas geschützt zu sein. Ne? Das ist halt noch die Frage. So, wir haben jetzt ja hier ein Full House, sehe ich gerade. Wir sollten uns jetzt hier... Nee, keine Windfahne. Ach, wir haben nochmal Aluminium mit. Solarmodul brauche ich nicht. Batterie nicht. Verbindung. Ach, für Tank brauchte man Titan. Okay, Titan habe ich nur gefunden, ne? Dann machen wir uns Verbindung und bauen uns da langsam runter, glaube ich. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich mache mal gleich zwei. So. Und dann gucken wir mal. Wir lassen mal den Weg nach da noch offen, weil da hinten ist auch noch irgendwas Komisches. Aber wir gehen jetzt erstmal hier Richtung Höhle und dazu biegen wir von hier einmal ab. So. Wenn da das Ding ist, dann muss die Höhle doch hier vorne gleich sein, ne? Wo ist es denn jetzt schon wieder? Da.
Das mit den Leitungen setzen, das muss ich noch ein bisschen üben, weil ich da... Ich will ja so lang wie möglich ausnutzen, um nichts zu verschwenden. Huch. Was ist denn der Höhleneingang jetzt? Hä? Ach, ich bin direkt über dem Höhleneingang. Okay, das war natürlich sehr schlau. Dann sollte ich vielleicht nur weiter nach rechts gehen. Na, guck mal, das reicht schon nicht mehr. Das auch nicht. Das auch nicht. Das reicht. So, dann konnektieren wir. Huch, jetzt habe ich das eingesteckt. Bis hier. Das kann noch weiter hier rüber. Das ist ein bisschen der tricky jetzt hier. Ich will ja hier, ne? So. So. Freunde der Sonne, die Exkursion wird beginnen. Glaube ich. Oder wir werden gleich wieder sterben, weil wir in den Abgrund stürzen. Wir haben auf jeden Fall genug Gemisch. Kann ich jetzt hier einfach so runter? Ja, ne? Vielleicht sollte ich mir auch einfach so ein klein bisschen eine Brücke basteln. Weil wenn ich da was habe, womit ich wieder hochspringen muss, dann komme ich da nicht hoch. So, ich glaube, so müsste das rein theoretisch funktionieren, ne? Wenn ich jetzt hier, kann ich hier so hochgehen, ohne zu springen? Ja, ne? Oh, man slidet hier sogar runter, wie geil. Pass auf. Yeeha! Hä? Yeeha! Slide! Okay, die Leitung natürlich nicht vergessen. Die wollen wir hier natürlich noch platzieren. So, ab in die Höhle, Freunde. Hä? Ah, das war ja schlau. Das sieht aber scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir das dahin konnektieren? Das möchte ich nämlich nicht, dass das durch die Decke geht. So. Ja, das soll ja auch ein bisschen schick aussehen hier, ne? So. So, Freunde. So, hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir definitiv aufpassen. Die Frage ist, kann ich hier irgendwas aufbauen, um hier geschützt zu sein? Das Gute ist ja, dass wir damit auch ein bisschen Licht machen, ne? Hier sind wir vorhin runtergefallen. Hier müssen wir aufpassen. Ja, komm schon. So. Hier geht's runter. Das ist immer... Uah! So, Schlitter, Schlitter, Schlitter. Warum ist hier das so glatt? So. Dann bis hier. So. Hier müssen wir auch aufpassen, weil hier sind wir vorhin auch abgestürzt. Jetzt ist die Frage, dieses Ding hier, hat das auch irgendwas zu sagen? Oder ist es einfach nur da? Da! Forschung! 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 Ich habe wieder was gefunden, Freunde. Diesmal ist es Willi. Willi wird uns jetzt nach Hause begleiten. Ist natürlich doof, dass man jetzt immer... Ich meine, wir könnten jetzt auch noch weiter forschen. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was da drin ist, ne? Es ist das ja immer. Ich bin natürlich gespannt. Und wir haben jetzt ja auch schon eine Leitung hier hin. Das heißt, wir sterben jetzt ja auch nicht mehr, wenn wir hier Willi, Willi Willmops. Wir werden mal hier nochmal kurz das Ding hier. Das werde ich nochmal kurz wegschnabulieren. Und ich hier weiß, dass hier... Patsch. Oder? Kann man das auch oben rauflegen? Warte mal. Das fällt runter. Aber wir stellen das mal dahin, damit ich weiß, dass da der Aufgang ist. So. Willi Willmops. Weiter geht's. Du wirst jetzt mein Zuhause kennenlernen. Und dann wirst du wahrscheinlich wieder etwas beinhalten. Ich dachte erst, die sehen alle gleich aus, so Töpfe. Aber scheinbar haben die Töpfe oder diese topfartigen Dinger mehr so raumschiffartige Sachen. Und das hier... Ja gut, was war in dem anderen drin? Da war auch so ein Treibstoffdingens drin, ne? Treibstoffgenerator. Vielleicht hat das hier irgendwas Organisches immer zu sagen. Oder es ist einfach nur randommäßig, kann natürlich auch sein.